Ich begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Am Dienstag gab es den ersten kommerziellen Flug von Israel in die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Fluglinie Israel brachte 170 Passagiere vom Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv zum internationalen Flughafen in Dubai. Die Reise dauerte etwas mehr als 3 Stunden, da die israelischen Piloten saudischen Luftraum nutzen durften. Hätten sie Saudi-Arabien umfliegen müssen, hätte der Flug doppelt so lange gedauert. Ob die Israelis den saudischen Luftraum weiterhin befliegen dürfen, scheint jedoch unklar. Bisher gilt die Erlaubnis nur befristet. Die Vereinten Nationen haben die Israelin Odelia Fitoussi in den Ausschuss für Behindertenrechte gewählt. Die Abstimmung gilt als diplomatischer Erfolg für den jüdischen Staat. Für 9 Sitze bewarben sich 27 Länder. Fitoussi ist selbst mit einer Behinderung konfrontiert. Wegen einer Form von Muskelschwund sitzt die 43-Jährige im Rollstuhl. Im Ausschuss will sie sich dafür einsetzen, dass Menschen mit Behinderung die Beteiligung am gemeinschaftlichen Leben erleichtert wird. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert vermehrt Hinrichtungen in Ägypten. Allein im Oktober und November habe der Staat laut Medienberichten 57 Todesurteile vollstreckt. Das seien fast doppelt so viele wie im gesamten vergangenen Jahr. Amnesty nannte die Vorgänge schockierend. Viele der Gerichtsverfahren verliefen grob unfair, so seien Massenprozesse gehalten und Geständnisse durch Folter erzwungen worden. Zur Unterstützung bei Wiederaufbauarbeiten entsendet Israel ein Hilfsteam nach Honduras. Nach der Verwüstung durch 2 Hurricanes im November sind Zehntausende Menschen obdachlos, ganze Städte liegen in Trümmern. Honduras gehöre zu den wichtigsten Freunden und Unterstützern Israels in Lateinamerika, hieß es in einer Mitteilung des Außenministers. Das zentralamerikanische Land hatte Mitte September angekündigt, seine Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Archäologen aus der Siedlung Beit El nördlich von Jerusalem haben einen Spielwürfel aus der Zeit des Zweiten Tempels entdeckt. Der Fund gibt Aufschluss über das Freizeitleben in der damaligen Zeit. Bereits im Oktober waren die Forscher an gleicher Stelle auf ähnlich alte Gegenstände gestoßen, wie Töpfe und Krüge. Für den Vorsitzenden des Gemeinderats von Beit El, Alon, bestätigen die Funde, dass Juden schon vor mehr als 2000 Jahren an diesem Ort gelebt haben. Das war Israelnetz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.